Wie ihre Vorfahren vor rund 300 Jahren sind sie seit langem an die rauen Bedingungen des Berglebens gewöhnt. Die fleißigen Bewohner des Theresientals hatten schon immer Gemüsegärten, hielten Vieh und machten viel Hausarbeit selbst. Zwiebel habe ich gesetzt, 4 Beteln. Und da habe ich Rubeln und da ist Salata, heißt das. Und ein bisschen Knobel. Da habe ich so, hier gesetzt, Gurken, da und nun haben wir in Parnek. Hunger, wir brauchen viel. Das viel Wasser. Da kommst du. Da haben wir gehabt, sehr alte Schwefschen. Da waren so schön, so gut. Aber das ist schon sehr alt und Papa hat das auch ausgeschnitten. Aber schaut, da ist schon was Neues aufgewachsen. Diese Zwetschgenbäume wurden von Olhas Großvater oder sogar von seinem Vater im Hof des Hauses gepflanzt, in dem, wie auch heute, damals mehrere Generationen der Familie zusammenlebten. Die Familien waren groß und kamen gut miteinander aus. Sie sprachen hauptsächlich deutschen Dialekt, da die Mehrheit der Bevölkerung von damaligen Königsfeld österreichischer Abstammung war. Und wo ist das? Da? Ich weiß nicht. Mir scheint es bei uns im Haus, da im Hof. Ich denke ja, das schaut so aus. Da waren früher alle Österreicher, ja. Ungefähr 10 Familien ukrainische in Königswelt, im Dorf. Ich bin ein Ukrainer. Ich bin auf der Straße aufgegangen und alle haben schon Österreichisch gesprochen. Ich habe müssen auch Österreichisch sprechen. Ich bin der 60. der Familie, alle sprechen wir Deutsch. Alle sprechen wir Österreichisch. Ungefähr bis 6 Jahre habe ich ganz schwach gesprochen Ukrainisch. Ja, alle Sprachen waren da in Königswelt Österreichisch, früher. Heute ist die Situation spiegelbildlich. Der ausgeprägte deutsche Dialekt ist nur noch selten zu hören, obwohl sich in vielen Häusern noch Spuren der Geschichte der Bewohner mit deutschen Wurzeln finden lassen. Das sind meine Oma und Opa. Opa Johann Horbas und Oma Magdalena. Und Oma hat sie geschrieben, Plackinger. Die waren für mich wie Vater und Mutter, versteht's? Weil Mama mit Vater war auch auf der Arbeit und ich war auch mit Oma mit Opa. Und Opa hat gearbeitet in Wald. Er war Holzschneider im Wald. Im Montag er hat gegangen in Wald, weit von da und auf ganze Woche. Und in Woche, Ende Woche, in Freitag, er ist gekommen zu Hause. Früher haben wir gearbeitet im Wald. Früher war noch die Eisbahn, sind wir mit dem Zug ausgefahren. Am Montag weggefahren von Haus, am Freitag auf Arbeit, 8 Uhr sind wir zu Hause gekommen. Und das war nicht immer. Vielleicht war nur Samstag haben wir noch gearbeitet. Ja, das war schwere Arbeit, aber mehr war da Arbeit nicht so viel. Die Abholzung war seit der Gründung des Dorfes die Hauptbeschäftigung der Männer in Königsfeld. Man benutzte Holz überall, um Häuser zu bauen, Öfen zu heizen, um sich im Winter warm zu halten und um traditionelle Gerichte zu kochen. Die Rezepte wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Zucker für Eier kommt oder hier. Tag. 40, ne? 10 Löffel Öl. Mama hat aber gemacht so einen Kuchen. Und da kommen eine, aber Erpen, aber Barbara heißt das, aber Äpfel, mehr was. Der Kuchen, wir haben sehr, das schmeckt sehr gut. Mama macht Oval. Ganz Sonntag. Wenn kommt Sonntag, machen wir am Sonntag so eine, wie sagen wir, Kuchen. Jetzt kommen eine 10 Löffel Öl.
So, jetzt gehen wir Müll. Erbsen, dann haben wir schöne Erbsen. Sehr schön, so. Heu gekauft, Kästi. Aber noch ein bisschen haben wir in den Erbsen, in den Garten. So ist Deko. Deko brauchen wir ausschmieren mit Fäden. Und oft ein Streich. Oval, in Sonntag muss sein ein Kuchen. Eine Kartoffel mit Fleisch und Hosensuppen hat Quastos. Und oben sind wir auch reingegangen zu der Oma essen, weil das war ein Tag in der Woche, weil sind wir zusammen alle, nicht? Oma, Opa, Mama und Papa. Weil die ganze Woche sind alle in der Arbeit. Wir sehen nicht so. So wie eine Tradition. Wir nehmen kleine Erbsen. So. Aber Nussen-Collage haben wir auch mit Nussen. Das hat geschmeckt auch sehr gut. Das ist gekocht oft. Jetzt gehen wir eine tun. Na, brauchen wir so eine halbe Stunde. So. Kinder warten schon. Alle warten auf Kuchen, auf Kurzkuchen. Das traditionelle Sonntagessen fand immer nach dem Gottesdienst in der örtlichen römisch-katholischen Kirche statt, die die Nachkommen der österreichischen Einwanderer auch in der Sowjetzeit beibehalten haben. Mama erzählt, also die Opa, und noch, ich weiß nicht, es waren zwei Menschen, die haben die Steuer für die ausgezahlt für die Kirche. Wenn die Sowjeten sind reingekommen, dass die Kirche war geblieben. Römisch-katholisch. Und die Kirche, die hält uns zusammen. Wir sind schon ganz wenig. Naja, die Jungen, die machten nicht so in die Kirche gehen. Aber mit der Zeit haben sie auch Sehnsucht und kommen sie mit. Das ist unser Leben, dort treffen wir, also dort hören wir die deutsche Sprache, unsere Lieder im Deutschen. Wir sind mit ihnen aufgewachsen, das ist ganz normal. Da fühlst du, das ist ein kleines Stück Heimat. Ja, Ukraine, es ist meine Heimat, Königsfeld auch. Dafür bleibe ich immer eine Königsfeldin, wir sind so eine Patriote, feste Patriote alle. Aber trotzdem... Wir haben Sehnsucht nach unserer Sprache, nach unserem Brauchtum. Ja, das kann man nicht erzählen. Alles geht schon langsam weg in der Vergangenheit. Das lokale Schwäbisch, das früher in der Kirche, auf der Straße und im Alltag zu hören war, lebt nur noch auf, wenn Besucher aus Österreich kommen oder ehemalige Dorfbewohner ihre Verwandten besuchen. Seit dem Ausbruch des Großen Krieges aber kommunizieren die Menschen viel mehr per Telefon. Wie geht's für dir? Wie geht's für dir? Ein bisschen Lisa Pesa. Na ja, wieder. War schön, wenn du hast oder hier in Königsfeld zu deiner Oma nicht. So, haben wir gesagt, Gittelopa haben wir gegangen, nicht? Ja, Gittelopa. Er war so klein mit Hüten, nicht? Hat gehabt so einen Hut. Und das Hut hat Mariana Furt genommen auf Österreich. Ja, vier auf Gedenk hat gesagt. Und deine Oma ist schon gestorben, meine Oma, Tante Erika und Tante Agi. Alle sind verstorben. Aber wir müssen sie halten, weil wir sind just 20 nicht. Wenn die entwickeln sich, kann man nichts tun.
Also ist es, wie es ist, aber wir wollen immer unseren Brauch halten. Also Feiertage feiern, Pascha backen, Paschaweih weichen, in die Kirche gehen, wenn es kommt zu Weihnachten und beim Abendessen sitzen. Na ja, es ist schon vermischt, ukrainisch und auch deutsch, aber trotzdem im Brauch wollen wir alle werden wir unseren Brauch halten. Die Zeit wird zeigen, wie lange und welche der Traditionen der Vergangenheit in Königsfeld weiterleben werden. Aber es gibt einen einzigartigen österreichischen Feiertag, der fest in die Kultur der Einheimischen verwurzelt ist, unabhängig von ihrer Nationalität. Die Einheimischen nennen ihn Scheiblicke. Das handgefertigte Feuerwerk in der kürzesten Nacht des Jahres bringt allen Teilnehmern des Festes viel Freude. Jetzt mache ich einen Stecker, sondern aufziehen in die Scheibe und mache jetzt Gebetsscheibe. Das Gebetsscheibe schlägt sie erste. Oft gehen andere Scheiben, das muss so sein. Diese Scheibe macht man von Holz, von Buchenholz. Und das haben es früher alle Österreicher gemacht. Und jetzt diese Tradition machen wir weiter. Dieses einfache österreichische Lied wird später von den Kindern dieser Jungen und Mädchen gesungen werden, die so begeistert glühende Scheibel in den Nachthimmel werfen. Diese Tradition wird auch dann weiterleben, wenn keiner von ihnen den österreichischen Dialekt der Gründer des Dorfes sprechen wird, die einst ihrem Ort so wunderschönen Namen Königsfeld gaben.